Vielen Dank für den Schmerz. Ja, ich stehe hier vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim zusammen mit den Anwältinnen Britta Gedanitz und Beate Bahner. Wir kamen hier jetzt gerade aus der Sitzung. Worum ging es genau jetzt vielleicht in einem oder zwei Sätzen bei diesem Verfahren? Naja, es ging, ich meine, wir sind jetzt vier Verfahren zusammengeschmissen worden. Es ging letztlich um die Corona-Verordnungen, die mit Stand Mai 2020 angegriffen wurden. Und letztendlich geht es dann zunächst einmal um den Stand zu dem Klagezeitpunkt, also die Klageeinreichung. Ich habe es allerdings noch ein bisschen weiter versucht zu erstrecken. Ich glaube, das ist aber heute nicht ganz so zur Geltung gekommen oder haben Sie nicht gehört. Ich habe alle Corona-Verordnungen letztendlich angegriffen, das Gesamtpaket. Aber wie gesagt, heute sind wir ja soweit erstmal nicht gekommen. Okay. Das waren die Corona-Maßnahmen, die Stand März 2020 in Baden-Württemberg immer und immer wieder verändert und perpetuiert, verlängert wurden. Aber es waren die Lockdown-Maßnahmen, es waren die Schließungen, es war die Maskenpflicht, es war die Ausgehverbote, es war sozusagen dieses volle Lockdown-Corona-Maßnahmen-Programm, das ja begonnen hatte im März, April 2020 und hier in Baden-Württemberg hatte sich das alle drei Tage nun ja auch geändert. Also man weiß auch gar nicht, welche konkret man hätte angreifen können, aber Frau Gedanitz hat letztendlich bestritten, dass es je eine Gefahrenlage gegeben hat und dass daher die Maßnahmen natürlich weder wirksam noch sinnvoll und damit erst recht nicht verhältnismäßig waren, oder? Ja, das. Und ich meine, das Problem an der ganzen Sache war ja, es war eigentlich schon mit der ersten Corona-Verordnung, als es losging, absehbar, dass es eine Entwicklung nimmt. Also man hat uns ja immer so eine Möhre hingehalten, erstmal nur zwei Wochen Lockdown und dann wurde der verlängert auf, weiß ich nicht, nochmal zwei Wochen und dann nochmal und nochmal, ich weiß es gar nicht. Und für mich war von vornherein klar, also da ist noch mehr im Köcher und das Highlight dieser ganzen Sache wird die Impfung sein und wahrscheinlich auch eine Impfpflicht. Nur das konnte ich ja damals nicht angreifen. Das war eigentlich klar, dass da sehr viel mehr kommt. Und ich sehe das, eben auch das als Rechtsverordnung zu machen, die man ständig ändert, die man ständig notverkündet, die man unter Umgehung des Parlaments vornimmt, die auch unter Umgehung eigentlich allem dessen, was einem eine Rechtsgrundlage damals hätte bieten können, vornimmt, habe ich eigentlich nur in der Gesamtheit angreifen wollen. Aber wie gesagt, das Problem ist, das ist fast nicht justiziabel. Ja? Das, insofern kann ich zwar das Gericht verstehen, aber es ist ein absoluter Missbrauch einer Möglichkeit, eines Rechtsinstituts, um dahinter ein Maßnahmenpaket zu verstecken, das im Grunde genommen die Bevölkerung unter Leidensdruck setzen soll. Das sehe ich eigentlich mal so als Wesentliches. Also es ist ja auch so zitiert worden, dass ich da gesagt habe, na, ich fand die Maßnahmen sehr drangsalierend und terrorisierend und ja, es ist so. Also in Summe muss man einfach sagen, war es so. Ja, und deshalb habe ich mich dagegen gewehrt, weil das etwas ist, was für mich als Juristin unmöglich ist. Also das ist, man hat mir hier wirklich all das, was ich mal gelernt habe, hat man mir quasi zunichte gemacht. Also das, die Wichtigkeit der Grundrechte, die Wichtigkeit eines gewissen Prozederes, das hat man eigentlich alles
ignoriert und ad acta gelegt. Und jetzt eben das Ergebnis, was da rausgekommen ist, das ist einfach nur fatal. Ja? Also da kann man nur sagen, boah, das war keine Sternstunde des Rechtsstaats. Wirklich. Ja, aber die Richter waren doch alle so nett. Da war doch keiner wirklich aggressiv gegen euch oder gegen die Klienten. Ja. Das muss einen immer hellhörig machen, nach meiner 4-jährigen Erfahrung. Sie sind furchtbar nett und liebenswürdig und haben auch den Anschein erweckt und es ja auch getan, das irgendwie prozessual soweit korrekt durchzuführen. De facto ist das Ergebnis die meines Erachtens das Vortäuschen von Rechtsstaatlichkeit, weil das Ergebnis war, die Landesregierung muss nur sozusagen sich darauf verlassen, was das RKI nach außen hin kommuniziert und was innen drin durch die RKI-Protokolle ja absolut konträr dargestellt wird, nämlich eine seltene Erkrankung, kaum Tote, Masken nützen nichts. Das musste die Landesregierung nicht etwa selber irgendwie wissen, erforschen anhand der Zahlen, sondern es durfte sich allein auf die Aussage und die Wertung des RKI, von wem auch immer vorgegeben, verlassen. Und das ist für mich eine Aufforderung zu weiterer Täuschung, Irreführung, zu, ehrlich gesagt, zu Lug und Betrug durch so angeblich hochkarätige Institutionen wie das RKI. Was das RKI sagt, egal ob es gelogen ist oder ob es vertretbar ist oder ob es letztendlich allen medizinischen und wissenschaftlichen Zahlen und auch Schlussfolgerung widerspricht. Wenn das RKI das sagt, dann kann sich jede Landesregierung und auch Bundesregierung darauf verlassen. Das ist eine Einladung zu Lug und Betrug. Ich stelle mir Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Überprüfung der Legislative, nämlich der Corona-Verordnung und aber auch des Handelns der Regierungen hier, der Landesregierungen, anders vor. Das ist keine Gewaltenteilung, das ist die, angeblich die Willkür und die Absegnung von sämtlicher Regierungsmaßnahmen durch die Gerichte. Da brauchen wir die Gerichte nicht mehr. Müssen wir jetzt jedes Jahr mit einer neuen sogenannten Pandemie rechnen? Also wenn man jetzt den Prozessvertretern des Landes glauben darf, dann erstmal nicht. Dann hat man, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch erstmal genug von der letzten Pandemie. Aber ich denke mal, man wird es in der Form nicht mehr so treiben müssen für die zukünftigen. Weil man hat ja im Grunde genommen schon die Strukturen geschaffen für künftige erleichterte Vorgänge. Und ich meine, letztlich muss man ja auch einsehen. Ich habe das auch heute wieder gesagt, worum ging es eigentlich? Ja, uns hat man immer was von Gesundheit erzählt und möglicherweise Überbelegung von Krankenhäusern. Darum ging es nicht. Es ging um die Kontaktverfolgung oder Kontaktverfolgungsmöglichkeit durch die Gesundheitsämter. Und daran sieht man schon, es geht eigentlich darum, um so etwas wie Datenerfassung. Und ein Ähnliches haben wir gesehen bei der Impfung, die ja nicht Impfpflicht hieß, sondern Impfnachweispflicht. Und auch da ging es darum, wir haben ja in der EU ganz neu zum Anfang des Jahres 2022 einen digitalen Impfausweis gekriegt, der ja schon länger im Köcher war. Das passte also zeitlich auch alles ganz gut. Da geht es einfach darum, Daten digital zu sammeln. Und wir haben ja jetzt auch die neuen Patientenakten, die eben auch weitergeleitet werden. Alles digital, alles direkt irgendwohin verhökert an die Pharmaindustrie. Also das sehe ich mal so als die Entwicklung. Deshalb wird man wahrscheinlich in der Form solche harten Lockdowns nicht brauchen, aber man hat es ja immer noch im Zweifelsfalle, wenn die Bevölkerung nicht pariert, in der Hinterhand, weil es hat gut geklappt und man weiß auch, wie man es machen muss und man weiß, dass die Gerichte nichts machen werden. Also es liegt an der Bevölkerung, ganz einfach. Ja. Es wurden ja insgesamt, glaube ich, fast ein Dutzend Beweisanträge zur Klärung der Tatsachen einfach pauschal abgelehnt, das war mein Eindruck. Wie geht es denn jetzt weiter? Ist damit die Sache zu Ende? Nun, wir können morgen für die 4 Verfahren den Urteilstenor telefonisch abrufen bei Gericht.
Die Urteilsgründe werden erst in vielen Wochen vermutlich vorliegen. Also ich weiß gar nicht, vielleicht haben Sie 5 Wochen Zeit, wenn das auch für das Verwaltungsgericht gilt. Einige Wochen haben Sie Zeit, das Urteil abzusetzen und schriftlich zu begründen. Also das Gericht hat signalisiert, dass es die Anträge auf Feststellung der Unwirksamkeit der Corona-Verordnungen wohl ablehnen wird, weil es eben sagt, die Regierung durfte auf das vertrauen, was das RKI nach außen sagt. Die Beweisanträge wurden aus diesem Grund abgelehnt. Also die RKI-Protokolle haben nicht interessiert, weil das ja intern war und die Landesregierung musste weder eigene Zahlen besorgen, noch sich mal rückversichern, noch selber irgendwie recherchieren. Die Landesregierung, die ja nun immerhin die Corona-Verordnung erlassen hat, die wird komplett freigesprochen von jedweder eigenen Pflicht zur Überprüfung. Das war der Grund, warum das Gericht sämtliche Beweisanträge abgelehnt hat zur Erforschung der RKI-Protokolle, zur Vernehmung von entsprechenden Experten und RKI-Präsidenten und so weiter, Sachverständigen, Ärzten, vielerlei Anträge. Es wurde alles abgelehnt, weil das RKI hat eben nach außen etwas gesagt und die Landesregierung durfte darauf vertrauen. Das ist wirklich eine so bittere Nuss, ich kann es gar nicht fassen. Ja, man muss vor allen Dingen auch sagen, das hat sich mal wieder gezeigt, das sind die doppelten Standards, was man immer sieht. Also die WHO ist gut genug zu sagen, wir haben eine Pandemie, wenn sie die ausruft, dann folgen wir. Wenn sie aber, ich sage mal, Maßnahmen oder zu den Maßnahmen Empfehlungen abgibt und die sahen ja ganz anders aus wie das, was am Ende gemacht wurde. Also dass diese ganzen Maßnahmen, die kamen, hat die WHO nie befürwortet und sie hat sie vor allen Dingen, ich meine, sie hat noch im Herbst 2019 Hinweise ziemlich lange herausgegeben, da war das alles nicht drin, da war vor allem nicht diese Kontaktverfolgung irgendwo mit drin. Also das heißt, da sieht man, das sind doppelte Standards und wir haben es auch hier nochmal erlebt, wenn man sagt, naja, die RKI-Files oder Dokumente, Protokolle interessieren uns nicht, weil nach außen hin was anderes gesagt wurde. Das RKI hat, und das sieht man aus den Protokollen intern, Tatsachen gebracht und diese Tatsachen finden sich überall auf der Seite des RKI wieder. Also wir haben Zahlen, wir haben echte Zahlen, die das RKI bekannt gegeben hat, die waren für jeden einsehbar. Das Einzige, wo das RKI gelogen hat, war in der Wertung. In der Bewertung. Und da hat das Gericht ja selber auch Unterschiede gemacht bei sich. Es kommt immer drauf an. Also es wurden ja bestimmte Sachen für unerheblich erachtet, bestimmte Beweispunkte oder eben auch, wo es hieß, na, das ist eine Wertung und das sind keine Tatsachen. Und hier sieht man, das sind immer doppelte Standards. Also so, wie es einem gerade am besten in den Kram passt. Also sind wir eher enttäuscht, gefrustet. Die nächsten Pandemien werden kommen. Das habe ich in meinem neuesten Buch WHO-Pandemievertrag dargelegt. Ich habe dieses Buch auch wegen der Wiederholungsgefahr, wegen der Aussage von dir, das ist brandgefährlich, hohes Gericht, was Sie hier machen und entscheiden, weil es ist letztendlich das Signal, dass alles, was behauptet wird von den Gerichten, abgesegnet wird. Die nächsten Pandemien sind in der Pipeline. Das ist bitter genug. Das Gericht wusste weder davon, noch wusste es von den internationalen Gesundheitsvorschriften, die eigentlich die richtige Rechtsgrundlage gewesen wären und nicht etwa das Infektionsschutzgesetz. Das habe ich vorgetragen. Ich habe gesagt, hier gibt es noch nicht einmal die zutreffende Rechtsgrundlage. Schon aus diesem Grund hätte eigentlich die Corona-Verordnung als sozusagen nichtig unwirksam für unwirksam erklärt werden müssen. Ob sie diesen Aspekt überhaupt aufnehmen, werden wir sehen. Ich habe klipp und klar gesagt, diese IGV, internationalen Gesundheitsvorschriften, die seit 2013 in Deutschland in Kraft sind, waren die Rechtsgrundlage. Das ist das deutsche Pandemierecht, das übernommen wurde, im Übrigen von der WHO. Das wurde war umzusetzen, diese International Health Regulations aus dem Jahr 2005 waren binnen 2 Jahren in deutsches Recht umzusetzen und sozusagen zu implementieren und dann nach 5 Jahren durchgesetzt. Und 2013 ist es dann auch passiert und keiner weiß davon. Und das ist eben auch in formaler Hinsicht ein Aspekt. Da sind wir mal gespannt, was der VGH sagt. Eventuell eben auch das Bundesverwaltungsgericht. Wir schauen mal, wie wir weitermachen. Wer hätte etwas davon, dass das alles so gelaufen ist und weiterhin so läuft?
Naja, ich meine, es wird mit ziemlicher Sicherheit finanzielle Interessen geben. Teilweise hat man das ja auch gesehen und man weiß gerade, es lief ja sehr viel über Europa und Europa ist ja an und für sich irgendwie so ein, wie soll man sagen, so eine Lobby-Hochburg. Ne? Man weiß eigentlich, das regiert eigentlich Lobby. Also das heißt, man muss davon ausgehen, dass das zum einen mal für einige eine Motivation ist. Sicherlich nicht für alle. Weil was wir ja erlebt haben, ist eine komische Rolle der Medien. Und das ist ja nicht erst seit Corona so, das ist ja auch schon ein bisschen länger so. Und ich fand das sehr interessant, wieder auch hier zu sehen, einen Pressevertreter, wie er sich vorher mit der Gegenseite unterhalten hat. Also das heißt, die Presse macht ziemlich Stimmung. Und ich glaube, wenn die Presse eine Meinung hat und ein Politiker spurt nicht, dann wird er gnadenlos niedergeschrieben. Und ich meine, Politiker hat ja einen gewissen Selbsterhaltungstrieb, das heißt, er möchte auch wiedergewählt werden. Insofern ist das alles auch, dass man sagen muss, naja, sie sind in gewisser Weise Getriebene, aber sie sind eben auch Treiber. Also das ist ja eine etwas merkwürdige Rolle, die Politik und Medien spielen. Also ich glaube, das hat in den letzten Jahren eine ziemliche Eigendynamik entwickelt. Und ich kann nur sagen, das Interesse ist Geld, Macht, Kontrolle. Das sind, glaube ich, die drei Schlagworte, die man eben erreicht durch die Pandemieprodukte, die künftig verpflichtend abgenommen werden sollen von allen Staaten, in Milliardenhöhe pro Staat pro Jahr. Das ist das Geld. Dahinter steckt eine Riesenindustrie, übrigens auch in Deutschland. Macht ist eben... Wie kann man die Macht bekommen, indem man feststellt, dass man, abgesegnet durch die Gerichte, die Bürger hier mit allen möglichen Aussagen, Behauptungen drangsalieren kann, in einer wirklich ungeheuerlichen und nie dagewesenen Art und Weise, was auch zukünftig geplant ist. Und die Kontrolle, das ist der Aspekt, Daten sammeln in der Tat durch die Testungen, durch die digitalen Impfnachweise, die künftig zu digitalen Ausweisen und zur digitalen Identität werden sollen. Da behauptet man eben mal wieder eine Pandemie und also wird wieder weltweit milliardenfach getestet. Damit hat man die einerseits Daten, andererseits wird man sagen, du darfst nicht reisen, du darfst nicht einkaufen, du darfst nicht ausgehen, ohne den Nachweis eines negativen Affenpockentests oder was auch immer. Und damit auch die Kontrolle natürlich, weil die Digitalisierung ist ein ganz maßgeblicher Aspekt gewesen in Corona. Ist es bei den beiden Pandemievorhaben, die Ende Mai in Genf verhandelt werden sollen, es ist die Digitalisierung der Menschen und mit Digitalisierung am Ende natürlich die Digitalisierung des Geldes. Da ist man in Europa ja auch wieder schon mit Riesenschritten voraus. Europa ist im Übrigen Vorreiter und Deutschland ist das schlagende Herz dieser Vorreiterrolle. Wir haben das Ziel der Kontrolle durch die Digitalisierung, durch den digitalen Geld und Ausweis. Was kann der Einzelne denn jetzt in dieser Situation tun? Also wer sich dieses Video anguckt und so diese Prozesse verfolgt und diese ganze Thematik verfolgt. Habt ihr da Vorschläge? Ja, also erstmal den Fernseher ausschalten. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Das war das Erste, was ich eigentlich in der Pandemie gemacht habe. Und das Radio. Also nachdem ich dann gemerkt habe, meine Programmbeschwerde fruchtete so gar nicht, wurde gar nicht beantwortet. Das und ansonsten, sage ich mal, einfach so weghören. Also auch Widerstand üben. Also für mich ist einfach so, dass ich mir sage, ich bin jetzt ganz oft Sand im Getriebe. Und ich habe auch da gesagt an die Landesregierung, seien Sie sich sicher, wenn Sie das nächste Mal Alarm rufen, ja, wird Ihnen keiner mehr glauben. Und das kann aber durchaus eben auch fatal sein. Ja? Also es gibt ja auch Ärzte, ich sage Gunter Frank, der sagt, die Leute haben ja eigentlich das Vertrauen in die Medizin verloren. Das mag vielleicht in Teilen berechtigt sein, aber führt eben auch dazu, dass viele gar nicht mehr der Medizin vertrauen werden, also auch nicht in Teilen, die funktionieren. Das ist etwas, wo wir alle irgendwie durch müssen. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, es liegt an jedem
Einzelnen. Und wir Deutsche sind ja bekannt für unsere Folgebereitschaft. Und das war ja auch etwas, das hatte ich da auch genommen, der Heinz Bude, der ja nun dieses Angstpapier mitgeschrieben hat, hat ja gesagt, naja, wir geben dem Ganzen Schock, ja, es ist ja egal, Schockstrategie, genau. Schockpapier aus dem Bundesinnenministerium, der da ja gesagt hat, naja, wir wollten ihm eigentlich nur so einen wissenschaftlichen Anstrich geben. Und das sieht man ja auch, das ist, zieht sich überall durch. Aber jetzt nochmal, wir wollen Folgebereitschaft. Ja. Ja, nochmal zurück zur Frage. Ja? Keine Folgebereitschaft. Was kann der Einzelne tun? Nein sagen. Nein sagen. Ganz einfach Nein sagen. Sich querstellen, einfach nicht Maske machen. Maske nicht mehr tragen, Impfung verweigern und zwar nicht durch den gefälschten Impfpass, sondern indem wir sagen Nein, dann schmeiß uns doch raus. Und ich hatte mehrere Pflegeheime, da war mehr als 50% der Mitarbeiter nicht geimpft. Und die kriegten alle ein Anschreiben, da haben wir alle zurückgeschrieben und es ist nie was passiert. So, wenn genug Nein sagen, dann pflegt ihr doch beim Gesundheitsamt die vielen alten Leutchen, wenn ihr das Pflegeheim schließt. Nein sagen, Fernseher aus, Radio aus, selber schauen, wie sieht es denn wirklich aus? Wie viele Tote gibt es denn? Ja, ziviler Ungehorsam und letztendlich sich dem Unrecht nicht beugen. Denn hier passiert Unrecht, das ist die Vortäuschung von Rechtsstaatlichkeit, was hier passiert mit den Corona-Verordnungen, passiert ist mit dem Pandemievertrag, mit der Verschärfung, mit dem Ausnutzen und Missbrauch des Gesundheitsschutzes. Das ist Vortäuschen von Rechtsstaatlichkeit, sagen Leute mit uns nicht mehr. Und in der Tat, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Hoffen wir, dass es so ist, auch muss jeder selber entscheiden, ob er und wie weit er der Medizin wieder vertraut. Ich vertraue jedenfalls meiner Kollegin Britta Gedanitz, die sich da wirklich von Anfang an seit 4 Jahren unglaublich eingesetzt hat auch. Und jetzt sehe ich auch deine Schriftsätze. Ich sehe diese enorm beeindruckende Normenkontrollklage, den Antrag. Wir überlegen, was wir weitermachen. Ich sehe, dass du ganz viel geschrieben hast, Sand ins Getriebe geschrieben an die Polizei, auch damals schon in meiner Sache im April 2020 und viele mehr, vielleicht auch an die Rundfunkanstalten schreibst, jawohl, das finde ich toll. Kostet Zeit, kostet Arbeit, kostet Mühe. Ich danke dir dafür und auch für diesen Kampf. Heute, 4 Jahre später, ist ja sozusagen auch das Versagen der Justiz angesichts der RKI-Protokolle noch mal so deutlich geworden. Vor 2 Jahren hätten wir das gar nicht so rausarbeiten können. Aber heute, wo wir seit 2 Wochen die Protokolle haben und das Verwaltungsgericht, der Verwaltungsgerichtshof sagt, das interessiert uns nicht, was das RKI behauptet, selbst wenn es noch so verlogen und getäuscht ist, darauf kommt es an. Das zeigt es für uns, für mich, das totale Versagen. Und wir decken es auf. Und meine Idee ist, diesen Corona-Prozess als ein Buch zu veröffentlichen mit all den Schriftsätzen, mit den Verfügungen des Gerichts, mit der Entscheidung. Ehrlich gesagt, ich glaube, das könnte ein unglaublich spannendes, gut lesbares, wichtiges Zeitdokument sein. Ja? Ja, Michael, du warst ja heute einer der Kläger. Ja? Was war der konkrete Anlass für dich, in diese Klage zu gehen? Worum ging es da überhaupt? Es ging um die Unverhältnismäßigkeit der ganzen Corona-Maßnahmen während dieser angeblichen Pandemie. Ohne jetzt die Details alle zu nennen, aber unter anderem auch diese Maskenpflicht und die ganzen Ausgangsbeschränkungen und selbstverständlich auch die Lockdowns. Da ist so vieles passiert. Mein Hauptanliegen ist eigentlich, dass sich sowas nicht wiederholen darf. Und das ist das, was mich eigentlich antreibt, diesen Prozessweg zu beschreiten. In dem Zusammenhang möchte ich mich auch ganz herzlich bei Herrn Dr. Dipinski für diese außerordentlich gute Vertretung meiner Interessen vor Gericht bedanken. Und ich bin auch sehr angetan von der Frau Gedaritz und der Beate Bahner, die einen ganz, ganz tollen Job geliefert haben hier heute wieder. Und leider ist mein Eindruck von den Richtern ein bisschen ein anderer. Also hier hätte man heute wirklich Aufarbeitung beginnen können, ein Zeichen setzen können und vor allen Dingen eine Schranke runterfahren können, dass so eine Wiederholung eben nicht passiert. Ein Anfang einer Aufarbeitung hätte hier heute stattfinden können, hätte ein Startschuss sein können. Eine wirkliche Beweisaufnahme.
Man will ja nicht mit Gewalt Recht haben, man will offen über die Dinge diskutieren können. Das wird ja seit Jahren schon verweigert, eine offene Diskussion. Man wird mundtot gemacht und ja, leider musste ich heute den Eindruck gewinnen, dass da kein besonders großes Interesse besteht, auf den Punkt zu kommen und Wahrheit Wahrheit sein zu lassen. Okay. Dankeschön. Sehr gerne. Insgesamt wurden da heute 4 Verfahren zusammengefasst. Alle Beweisanträge, die dazu führen sollten, Licht in die Tatsachen zu bringen, wurden gerade abgewiesen. Was bedeutet das? Ja, das bedeutet leider nicht allzu viel Gutes für den effektiven Grundrechtsschutz. Die Entscheidung führt dazu, dass das Gericht auch in einem Hauptsacheverfahren nur auf den Erkenntnisstand abstellt, der im Mai 2020 gegeben war. Also es spielt dann keine Rolle mehr, wenn im Nachhinein, selbst aus Sicht der Landesregierung, gewisse Maßnahmen wie die Maskenpflicht im Freien oder ähnliches, wenn das im Nachhinein sich als völlig falsch herausstellt, oder ja, dann spielt das aus Sicht des hiesigen Senats, des VGH Mannheim, keine Rolle. Ich halte diese Rechtsauffassung wirklich für ziemlich verfehlt. Sie ist tatsächlich eine Einladung, die Regierung kann dann in Eilverfahren machen, was sie will quasi. Eilverfahren werden abgewiesen, weil ja angeblich eine Gefahr besteht. Und wenn die oberste Behörde das sagt, dann ist das für das Gericht im Eilverfahren verbindlich. Und im Hauptsacheverfahren wird dann auch wieder nur auf den Erkenntnisstand Mai 2020 abgestellt. Ich frage mich, ja, wann, in welchem gerichtlichen Verfahren, bei welchem Gericht soll denn dann jemals objektiv geklärt werden, ob es eine wissenschaftliche Evidenz für eine Maskenpflicht außerhalb des Bereichs des Arbeitsschutzes gegeben hat. Wann soll das je geklärt werden? Die Konsequenz dieser Ablehnung der Beweisanträge ist, dass offenbar dieses Gericht will, oder zumindest das Billigen in Kauf nimmt, dass das niemand nirgendwo in keinem Gerichtssaal klären kann. Der Vorsitzende Richter meinte, ja, sinngemäß es bestimmten Grenzen bei den Gerichten für die nachträgliche Aufarbeitung der Corona-Thematik. Und das halte ich ja für fatal. Also man kann nur hoffen, dass die nächste Instanz das hoffentlich anders sieht und dann die Sache zurückverwiesen wird, mit der Folge, dass dann auch wirklich der Sachverhalt auch unabhängig von den offiziellen Verlautbarungen, den damaligen offiziellen Verlautbarungen des RKI, dass der dann wirklich neu ermittelt wird und neu bewertet wird. Jetzt sind in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen und Wochen die sogenannten RKI-Files durch alle Medien gegangen oder durch viele Medien gegangen. Es wurde auch beantragt, in einem der Beweisanträge da Einblick zu nehmen in die ungeschwärzten RKI-Protokolle. Das wurde auch verweigert. Wie bewerten Sie das? Tja, das Gericht hat keinen wirklichen Aufarbeitungswillen, will den Sachverhalt nicht erforschen. Selbst wenn jetzt wirklich evident feststeht, dass das RKI insgeheim, intern in Sachen Maskenpflicht und nicht nur in Sachen Maskenpflicht, auch im Hinblick auf andere Thematiken, 2G-Regelungen, Impfung, wenn das RKI eine andere Auffassung intern vertreten hat, dann interessiert das diesen Senat leider nicht. Begründet wurde das aus meiner Sicht sehr fernliegend damit, ja, die Landesregierung hätte ausgereicht, dass man sich mit den damaligen offiziell verkündeten Einschätzungen und Empfehlungen des RKI befasst und dass da intern vielleicht andere Meinungen in Wahrheit auch im RKI vorgeherrscht hätten. Ja, das hätte die Landesregierung nicht wirklich in Erwägung ziehen müssen, darauf käme es rechtlich nicht an. Ja. Also auf gut Deutsch, auf die Wahrheit kommt es nicht so wirklich an. Ja. Also für die Rechtmäßigkeit einer Verordnung zählt nicht das, was Fakt ist und auch nicht das, was intern beim Robert-Koch-Institut erforscht oder bewertet wird oder erkannt wird, sondern das, was offiziell
vom Herrn Wieler zum Beispiel oder wer auch immer da nach außen tritt, was da offiziell gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird. Also auch wenn sich das völlig widerspricht. Ja, leider. Ich bin selber auch überrascht. Aber das ist die Quintessenz der Ablehnung der Beweisanträge und die Begründung durch den Vorsitzenden Richter geht auch ganz klar genau in diese Richtung. Also es zählt nur das, was offiziell verkündet war. Die Landesregierung musste sich damit auseinandersetzen. Das hat sie in der Tat auch getan und hat sich dann dem angeschlossen. Und selbst wenn das rausstellt, sich jetzt im Nachhinein herausstellt, dass das RKI wirklich mit gezinkten Karten gespielt hat, nach außen hat man A gesagt, intern hat man aber genau gewusst, nee, A ist falsch, B ist richtig. Ja. Aber das interessiert das hiesige Gericht leider nicht wirklich. Okay. Gut. Sind die Grundrechte der Menschen in Deutschland damit der Willkür ausgesetzt? Also diese Rechtsprechung, wenn sie bestätigt werden sollte vom Bundesverwaltungsgericht, vom Bundesverfassungsgericht, jedenfalls vom EGMR, ist natürlich kein guter, diese Rechtsprechung ist kein guter Tag für die Effektivität des Grundrechtsschutzes. Mhm. Grundrechte nützen ja nur dann etwas, wenn ich sie prozessual effektiv durchsetzen kann. Mhm. Und wenn mir dann immer nur gesagt wird, ja, es spielt jetzt gar keine Rolle, wie es wirklich objektiv war, was die Maskenpflicht objektiv für Folgen hatte, ob das die Leistungsfähigkeit eingeschränkt hat, ob es überhaupt was gebracht hat, um das sogenannte Infektionsgeschehen zu mildern, spielt alles keine Rolle. Es zählt nur das, was im Mai 2020 offiziell behauptet wurde. Das kann noch so widersprüchlich sein zu dem, was man intern im RKI selber gesagt hatte und wusste. Ja, dann ist das nicht unbedingt das, was ich bislang unter Effektivität des Grundrechtsschutzes verstanden habe. Also man kann nur hoffen, dass sich das nicht durchsetzt. Ansonsten wäre das wirklich ein fatales Signal für die Grundrechte in Deutschland. Ja. Okay, danke schön. Gerne. Ich denke auch, da wird einiges, da werden wir uns noch was Gutes einfallen lassen müssen. Und ich muss auch eins sagen, auch noch ein großes Dankeschön an Beate, die kurzfristig eingesprungen ist. Wir haben mit Corona so furchtbar alles war, aber ich glaube, wir haben zueinander gefunden oder so auf die Art und Weise haben Menschen zueinander gefunden, die sonst nicht unbedingt zueinander gefunden hätten, aber wir sind sehr glücklich mit der Beate. Es war gut, dass wir den Tag heute bestritten haben und ich danke dir, dass mich nochmal nach 2 Jahren, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, dass mir es gestern nochmal heiß und kalt den Rücken durch Grund gefahren. Ich sage, wir müssen ein Buch dazu schreiben. Das machen wir auch. Liebe Britta, danke. Ja. Danke euch beiden. Ja, in diesem Sinne, gemeinsam sind wir unausstehlich. Ja.